Sie beherrscht mehr die neuere Küche, ich die alte und selbst immer Reiberei. Du, ich bin zum ersten Mal hier. Du brauchst mich ja nicht gleich so anzukacken. Ali! Wie soll ich das sagen? Er ist eben sehr launisch. Ja? Manchmal ist er ganz zugänglich. Das geht dann mal so 3-4 Monate geht es gut und dann knallt es hier manchmal so, naja, dass man sich dann wirklich schon ärgern kann. Also ich meine, ich bin nicht ein Typ, der schnell Tränen in den Augen kriegt. Ich mache auch eine Faust in der Tasche. Da bin ich leidenschaftslos. Ich bin hier sozusagen der Chef und sowas. Wenn sie recht hat, hat sie recht. Wenn ich recht habe, habe ich recht und dann muss es so gemacht werden. Das beißt er da eben manchmal eben einfach auf Granit. Da wird es einfach. Das haben wir immer so gemacht, ist dann das nächste Wort. Hier am Flughafen Pankow ist ja nicht mehr so viel los und das ist die einzige Alternative. Und wenn man Hunger hat, der Hunger treibt es meistens dann doch irgendwie rein, zumindest 3 Bissen. Ich war 1-2 Mal hier. Geht eigentlich. Ich habe zwar meinen Teller nie leer gemacht, aber... Ich habe letzte Woche hier ein Steak mit Pommes gegessen. Das Steak war so hart, ich habe immer noch Muskelkater im Kiefer. Jetzt sind wir da. Grüß Gott, moin, moin. Guten Morgen. Eine weiße Runde, guten Morgen zusammen. Haben wir euch gefunden jetzt? Dürfen wir uns zu euch setzen? Ja, klar. Ja. Vertragt ihr euch so? Was, wo sind die Probleme? Ich meine, es gibt da so Oldschool gegen Newschool ein bisschen, kann es sein? Kann schon so sein manchmal. Ist meistens halt so im Betrieben, dass... Sie ist die Sache für das Praktische und ich für das Theoretische. Und da gibt es natürlich immer irgendwelche Sachen, die sich manchmal nicht... so glatt bügeln lassen oder so weiter. Ja, dann würde ich sagen, machen wir heute mal ein bisschen mit, probieren das Ganze mal und für morgen lassen wir uns dann was richtig Hübsches einfallen. Einverstanden? Gut, wunderbar. Freuen wir uns. Was gibt's denn zu essen? Leckere Sachen. Schnitzel das, Michael. Ich hätte auf jeden Fall gerne irgendwas mit Knödel. So ein bisschen nach Kühlschrank irgendwie. Ja. Aber fies sind diese Sprossen hier, die sind total kaputt. Da hat echt einer hier. Das ist nur, weil der Martin ein Sprossenhasser ist. Ne? Also ich hasse ja nichts mehr als Sprossen. Ehrlich? Ja, ich kann's mich jagen damit. Und dann auch noch die alten. Das ist schon fies. Was ich schade finde, ist, dass keine Soße dabei ist. Ja. Das Produkt war ja okay. Mein Püree ist auch ein bisschen kühl. Ich sag, fehlt auch Salz. Fehlt das Salz. Alles. Zwiebel könnte auch bräuner sein. Karamelliger. Ja, auf jeden Fall. Karamelliger. Und die Leber ist. Die Püree haben sie vergessen abzuschmecken. Die Leber auch. Sieht aber mal nicht schlecht aus. Das ist für? Das ist jetzt die Standardsoße, die es heute gibt, oder? Ja. Ali! Auf, probier mal und sag mal, was du davon hältst. Nee, auf probieren und dann sagen, was du davon hältst. Ich trinke das aber ungern. Was machst du? Also, du schmeckst es ungern. Du schmeckst es ungern? Ja. Das ist eine gute Voraussetzung für einen Kochberuf. Ich würde sagen, da fehlt Säure auf jeden Fall. Da fehlt noch ein bisschen Süße. Da fehlt noch ein bisschen Salz. Das ist für einen Ansatz, ist die Soße echt gut. Aber die Soße für einen Gast, muss ich sagen. Ich sag, auf gar keinen Fall fertig. Es fehlt noch tiefer. Du musst es ja mal probieren, Kerl. Genauso, wenn ich Schwimmer werden will und habe Angst vor Wasser und möchte nass werden. Also das ist irgendwie Krach der Badehose, ne? Ein Koch muss Lust haben, Lebensmittel zu auf essen und probieren, klar. Das ist aber noch so optimal geschmacksneutral, ne? Hat eigentlich gute Gewürze, also. Findest du? Ich hab noch nicht probiert, aber ja, du musst ein bisschen Salz, Pfeffer und Pfeffer tragen. Ihr müsst das Zeug probieren lassen. Hummer, Salz und Pfeffer? Ja. Muskat wäre noch toll. Und vielleicht noch mal so 2-3 Stückchen Butter, so Flöckchen. Wenn du zwei Küchenmeister hast, dann noch 2 Azubis
Und nur Praktikanten ist natürlich sehr schwierig, irgendwie da einen guten Standard zu fahren, weil die Praktikanten darfst du nicht rechnen, die Auszubildenden kannst du auch nicht voll rechnen. Ja gut, du weißt ja, was für ein Leistungsstand die hier sind. Weil wenn das Mädchen da so irgendwie schon diese Röllchen da jetzt macht, dann wird man ihr das ja schon mal gezeigt haben auch, ne? Warum gießen wir es mit brauner Soße an, wenn du es mit Weißwein machst? Ja, gießen wir auch nicht an. Ich hab das nicht gesagt. Normalerweise machen wir nur Weißwein. Ich weiß auch nicht, wer gesagt hat mit brauner Soße. Ich hab das nie gesagt. Du hast es gesagt, Maria, braune Soße. Das haben wir auch sonst immer so gemacht. Maria machen wir nicht. Also war es jetzt Maria? Das hat sie jetzt wahrscheinlich in der Aufregung gesagt. Normalerweise kippt man das nur mit Weißwein an und lassen das dünsten im Konvektomaten. Da ist halt immer ein Küchenchef und sagt das eine. Und dann kommt der Küchenchef und sagt wieder das andere. Tja, auf wen hören wir? Was machen wir? Müssen wir natürlich einen Küchenchef nehmen, weil er ist ja der Pachter und das und das. Müssen wir auf ihn hören, bevor es dann wieder irgendeinen Streit gibt. Obwohl man ja eigentlich weiß, es könnte vielleicht ein bisschen besser schmecken. 4 S des Kochens. Süße, Säure, Salz und Schärfe. Hast du so Pfeffermühle hast du nicht dabei? Nee, der Mario, deine tolle Pfeffermühle, die würde jetzt zum Einsatz kommen, wenn du da hast. Du darfst sie oben nicht anziehen, dann ist sie ganz grob. Du musst sie oben locker machen, dann ist sie fein. Das ist Marius' Pfeffermühle. Ich weiß nicht, ob sie auch für Männer gibt. Gibt sie auch für Männer? Du, ich habe die geschenkt bekommen und du weißt, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Weißt du, warum ich es immer im Topf mache? Dann bleibt deine Pfeffermühle sauber, wenn du es so machst, nicht über dem Topf. Achso, wenn die im Dampf war, dann klebt es schon zu fest. So. Also, was wir sehr positiv empfanden, dass halt nicht so viel die ganze Zeit diese ganze Pulverbatterie da drin steht. Nur dann, weißt du, dann macht ihr das Kartoffelpüree selber, macht aber wirklich so ein pumpiges Zeug und dann ist es ordentlich abgeschmeckt. Also weißt du, also, es hat halt wirklich, also Muskat fast komplett gefehlt, Salz auch viel. Also man muss ja nicht irgendwie an die Obergrenze gehen, aber man sollte zumindest so auf die 90% kommen. Weil wenn das Püree schon selber macht, dann müsst ihr es abschmecken. Auch die Jungen, ihr müsst auch den Mut haben, mal Sachen selber abzunicken. Und bevor du es deinem Chef zum Probieren gibst, seid ihr hundertprozentig sicher. Machen wir morgen. Und dann bei den letzten 15% wird angefangen zu schlampen und dadurch wird es natürlich, reißt da die ganze Mühe umsonst. Was wir auch natürlich also morgen echt abschaffen wollen, ist diese Zettelniswirtschaft. Weil das sieht ja echt so aus wie gewollt, nicht gekonnt. Und da probieren wir halt morgen wirklich da ein bisschen was Schöneres zu machen. Guten Morgen zusammen. Morgen. 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 Alles gut? Gut geschlafen, ja? Ja. Bock auf Arbeit? Ah, ich darf mal gleich hier bleiben. Ja, klar. Fleischbereich. Wir haben hier nicht wenig zu tun heute, gell? Ja. Ich würde sagen, wir teilen uns gleich auf. Wir haben uns jetzt gedacht, der Mario stützt sich jetzt gleich aufs Fleisch. Ja. Hier mit dem Chef. Ich mache Fisch und ein bisschen Gemüse. Ja. Und ein bisschen viel Gemüse. Ich mache Huhn und Gemüse. Und was mit Salaten? Brauchst du da Hilfe oder das machen wir Inspiration? Aber es stört dich nicht, wenn wir mal bei dir vorbeischauen, dass wir nicht nur mit den jungen Leuten zu tun haben, sondern auch mal mit dir. Ja, okay. So habe ich es nicht gemeint. Also auch mal nicht nur mit dem Nachwuchs, sondern. Ja, ist ja okay. Arbeitest du mit dem Herrn Seefeld auch zusammen, meinst, oder? Ja, macht jeder seine eigene Station? Nee, jeder macht erstmal seine eigene Station. Es wäre natürlich schon schön, wenn du natürlich heute mit uns auch ein bisschen kochen könntest, weil sonst hätten wir ja nicht kommen brauchen. Ja, ist okay. Wir wollen ja was von dir lernen auch. Sag mal, eure Messer, das ist ja echt eine Krankheit, oder? Naja, ich habe meine eigene zu Hause, aber bei hier. Ey, eigene Messer zu Hause, das sind mir immer die liebsten Köche. Ja, ich habe meine Messer daheim, ja. Nee, weil hier so viele sind. Ja, super, aber die sind doch alle stumpf. Das macht doch, da kriegst du doch Pickel und Haarausfall. Messer auf keinen Fall in die Spülmaschine, weil durch die Spülmaschine wird das Messer auf jeden Fall stumpf. Und die hohen Temperaturen und die aggressiven Salze machen die Legierung vom Messer kaputt. Wenn ich mit dem Messer arbeite, stellen sie immer so ganz leichte Partikelchen quer und dann verliert das Messer seinen Schnitt. Und deswegen muss ich ab und zu mal immer so ein, entweder einen Stahl oder so einen Schleifstein benutzen, damit dieser 3-Tages-Bart, also diese kleinen Teilchen, sich wieder, dass die wieder abgeschliffen werden, dann ist das Messer wieder scharf.
Jetzt sind wirklich nur die Poren geschlossen. Das ist in der Mitte, man kann das auch mal so anfassen, das ist halt wirklich noch klatschroh in der Mitte. Und dadurch, dass wir sie jetzt halt bei 60 Grad ganz langsam hochziehen, werden sie halt so, dass sie in der Mitte noch rosa sind. Dann braten wir sie ganz kurz nochmal nach. Wir geben ihnen so eine Hitzewatsche sozusagen, kannst du sagen, mit Aromaten, Thymian, Rosmarin und Knoblauch. Und dann ist es eigentlich fertig. Also du darfst es halt nicht zu durchbraten. Steffen! Das ist jetzt ganz wichtig, weil wenn wir den Fond jetzt nicht richtig gut überwürzen, dann schmecken unsere Kichererbsen später nach Arsch und Friedrich. Weil wir können nicht mehr nachsalzen, weil die müssen jetzt Geschmack aufnehmen. Sonst hast du nämlich nachher das Salz nur außen drauf. Du musst schon da bleiben, wenn ich mit dir spreche, sonst fühle ich mich verkackeiern. Ja? Okay, komm, jetzt rühren wir nochmal. Sehr stressig. Wir müssen sehr viel arbeiten, weil wir ja doch alles ein bisschen anders machen, als wir sonst machen. Das ist doch sehr arbeitsintensiv. Und geschmacklich merkt man den Unterschied auch schon. Ich habe gerade gelernt, warum ihr Coq au Vin mit Weißwein und nicht mit Rotwein macht. Dass ihr es weiterverarbeiten könnt. Stimmt's? Ja. Der Essig, der normale Essig, der steht da unten drunter im Kanister bei mir. Guck mal, wirklich mal da, wo ich eben gearbeitet habe. Du, Maria, von wem lernst du mehr? Von Elli. Echt? Ja. Okay, war eine klare Antwort, ohne lang zu überlegen. Ja. Weil sie sich heute so ein bisschen zurückzieht. Ich glaube, manchmal ist es für sie, verträgt so die Kritik nicht. Sie verträgt die Kritik nicht? Glaube ich eben. Also sie kann gut kochen, auf jeden Fall. Ist ja keine Frage. Ich auch. Das hat man schon gemerkt, weißt du, wo du mit der Vorhin, dass ich weggedreht habe. Ja. Ich weiß nicht, woher die Eifersucht kommt. Es gibt eigentlich hier keinen Grund, sich da querzustellen. Wir meinen es nur gut. Wir sind hier nicht, um den Leuten zu sagen, ihr seid schlecht, wir sind gut, sondern wir wollen wirklich nur unsere Arbeit, die wir lieben, teilen. Ich lasse mich nicht stressen. Ich bin eigentlich immer gestresst, innerlich, und dadurch werde ich ganz ruhig. Und je mehr ich im Stress bin, desto ruhiger werde ich. Und ich meine, es ist jetzt knapp, ja, es ist so 8 Minuten vor 11. Es gibt eigentlich keinen Grund, Panik zu machen. Wir haben alles. Wir brauchen nur noch Gäste. Mahlzeit. Ich bin kurz vorm Absturz. Ich bräuchte mal ganz dringend Hilfe. Weil ihr habt euch ja so beschwert, dass das Essen da drüben so Schrott ist. Ja. Da habe ich mir gedacht, das ist aber ich bringe euch jetzt mal einen Teller rüber. Danke, danke. Wenn es jetzt schon ein bisschen kalt ist. Super. Und das kriegen wir dann öfter dort? Eigentlich ja. Wir haben denen alles gezeigt, wie es geht. Also wir haben es mit denen zusammen ja gekocht. Das haben wir nicht nur wir gekocht, sondern wir haben es mit denen zusammen gekocht. Super und warm. Ist nicht kalt geworden bisher. Trotz des Weges. Ja, super. Wow. Super. Echt. Also, das ist man da gar nicht gewöhnt. Ich esse jetzt alles auf. Super, klasse. Wir haben super leckeres Ratatouille, wir haben Speckbohnen da oder Rinderfilet. Mit Reis. Was kann ich Ihnen antun? So, eins fertig. Viel Spaß, guten Appetit. Guten Tag. Was darf ich Ihnen antun? So, wem schmeckt's nicht? Hand hoch. Schmeckt's allen? Ja, schmeckt allen. Kann ich denn davon ausgehen, dass es Ihnen geschmeckt hat? Ja. Hervorragend, ja. Ja? Wie war es davor? Essbar oder mehr nicht so? Nicht vergleichbar. Heute ist es deutlich besser. Unsere Gruppe ist eher seltener hier, weil es tatsächlich nicht so doll schmeckt. Und Aha. Wir haben das gehört, dass es heute hier stattfindet und haben uns deswegen entschlossen, mal zu testen. Und es ist wesentlich besser geworden. Dadurch,
dass wir so ein bisschen der fremde Faktor in der Küche waren, glaube ich, sind die beiden auch wieder ein bisschen zusammengekommen, dass man dann gesagt hat, okay, komm, wenn wir uns zusammenreißen, wir können unseren Auszubildenden auch was zeigen. Also ich glaube, der Weg für die beiden in der Zukunft ist jetzt wieder ein bisschen glatter, als er war. Letztendlich müssen wir uns nach dem Geschmack unserer Kunden eigentlich richten und nicht nur da unsere eigenen Eitelkeiten in irgendeiner Form pflegen. Ne? Letztendlich würde ich da nie sagen, dass ich meine Meinung ist jetzt die richtige, das würde ich nicht machen. Also dazu kennen wir uns zu lange und dazu weiß ich auch, dass es einfach zu gut ist. Wir bedanken uns und sagen jetzt, die Kochprofis sind raus. Danke an euch.